Was passiert, wenn eine 16-Bit-Datei als 32-Bit-Datei gespeichert wird? Es werden nur 16 leere Bits an die Datei angehängt, die vorerst keine klangliche Auswirkung haben. Erst wenn ein Offline-Processing oder ein Rendering vorgenommen wird, werden die angehängten Bits genutzt, um die Rechenergebnisse präzise darzustellen. Nutzen Sie, wie im Kapitel 2 empfohlen, die Stapelbearbeitung, um 32-Bit-Kopien des 16-Bit-Ausgangsmaterials bei gleichzeitiger Normalisierung und Entfernung des DC-Offset vorzunehmen. So nutzen diese 32-Bit-Berechnungen auch die Wortlänge des 32-Bit-Datei-Zielformates. Für die Spezies möchte ich der Korrektheit halber anmerken, dass die Mantissen des 32-Bit-Floating-Point-Formates erst dann genutzt werden, wenn 0 dBFS überschritten wird, beziehungsweise die 24 Bits quasi überlaufen.